herzlich willkommen bei der D-Schule. Was ist eigentlich mit all den Restaurants los? Wenn die Blätter im Herbst von den Bäumen fallen, geht es in Schweizer Restaurants wild zu und her. Herbstzeit gleich Wildzeit. Aber was bedeutet das? Werden im Herbst wilde Partys gefeiert? Nein, das meinen die Restaurants damit nicht. Der Begriff wild wird nämlich für etwas ganz anderes gebraucht. Ich suche jetzt das Wild. Die Rehe sind nicht mehr wild. Trotzdem nennen wir sie wild. In der Herbstzeit kochen die Restaurants wild. Als Beilage gibt es Spätzle, Rotkraut, Pilze und Maroni. Wir verstehen unter wild unter anderem folgende Tiere: Rehe, Wildhirsch, Wildschweine, Wildkaninchen, Wildhasen. Hasen. Ostern. Oh, ich muss noch was erledigen. Bis bald, demnächst bei D-Schule.